Lilo zusammen. Wunderschönen guten Abend. So, da sind wir also. Hier zurück auf dem Server. Nein, nicht auf dem Server. Wir können bald auf den Server gehen. Smasher hat es schon für sich entdeckt. Nee, auf dem Server sind wir noch nicht. Wir sind hier noch auf dem Solospielstand. Schönen guten Abend. Hallihallo zusammen. Ist sie nicht süß, Smasher? Beste. Na, hier zu Ehren. Ne? Ein paar Schildkröten für euch. Ich finde die auch großartig. Also ich habe ja die Settings auf in Dunkel eingestellt. Und auch in Dunkel sieht sie großartig aus. Ja. Total niedlich. So, was haben wir denn jetzt hier gelernt? Hallo Zuckerla, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Also ich glaube, die Teleportation war eben noch nicht dabei. Hallo Johnny, schönen guten Abend und viel Spaß im Lurk. Ich muss mir aufpassen, was jetzt hier dabei ist. Eine Rüstung, okay. Wir haben keine Machtfragmente, Leute. Seht ihr das? Die Purge-Anzeige ist voll. Die Purge-Anzeige ist voll. Wir brauchen noch Machtfragmente. Ich brauche noch mehr Machtfragmente. Das reicht noch nicht. Ich habe erst zwei. Schwarzes Blut reicht aus. Die Machtfragmente reichen nicht. Ohne weitere Machtfragmente gibt es den nächsten Zauberspruch nicht. Da werden wieder Opfer beklagend sein. Ob das heute noch was wird, weiß ich nicht. Je nachdem, wie der Spielstand uns heute hier gesonnen ist. Mal sehen. Aber wir müssen Machtfragmente sammeln. Sonst wird es mit der Zauberei nichts. Ist halt die Frage, ob wir uns jetzt hier eine Verteidigung aufbauen aus den Tieren, die, sage ich jetzt mal, nicht ausgebildet werden. Nein, Spaß. Wir müssen auf jeden Fall eine Tür unten einbauen. So viel kann ich euch sagen. Das werde ich lieber gleich machen. Bevor es zu spät ist. Schnell, 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 schnell.
Ohne Tür da unten ist richtig doof. Jo, bis später, Smasher. Ja, viel Spaß. Haben wir vorhin zum Abendbrot auch ein bisschen nebenbei geschaut. War ja auch... Zumindest vorhin war es noch relativ eindeutig, ne? Weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber... So, das Dach hier mal zu. Sieht soweit jetzt erstmal gut aus. Dann bauen wir hier vielleicht auch mal zu, ne? Gewonnen. Das ist ja mal eine Ansage. Ich bin ja auch handballtechnisch nicht sonderlich versiert, aber wir gucken es ab und zu mal. Aber 39-19 ist schon ist ein Brett, oder? Also das habe ich gelernt, passiert nicht so häufig. Wie gesagt, wir haben es auch nur nebenbei verfolgt, also nicht sonderlich intensiv, aber ich glaube, die Deutschen sind richtig gut im Turnier dabei, ne? So, warum das hier wieder nicht klappt, es bleibt ein Rätsel. Tja. Oh, Moment. War ich zu dicht dran? Maybe. Das ist doch verrückt. Dieses eine Stück gegen ein Team muss man gewinnen. Und nicht unbedingt so deutlich, ja, das ist schon krass. Also ich habe auch gehört gehabt heute früh im Radio, als ich zur Arbeit bin, dass Argentinien wohl noch die die schwächste Truppe ist, wenn man jetzt den Vergleich zieht zu den anderen Gegnern. Ist doch jetzt schon Hauptrunde, oder? Ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen. Aber ich glaube, Argentinien war noch so der die machbarste Truppe. Ja und ja. Okay, dann habe ich es richtig in Erinnerung. Kriegen wir das jetzt hier noch ran? Ah, nee, das war die Story, dass hier kein Platz war, ne? Ah, ich erinnere mich. Hier hatte ich, glaube ich, eine Idee. Wartet mal. Ach so, reicht noch nicht. Soll noch eine Etage draufsetzen? Weiß ich nicht. Warte mal, hier passt doch das hier? Nee. Oh no. Passt leider nicht, schade. Aber hier könnte man so ein Dreieck reinsetzen.
Ah, hier müsste so eins nochmal hin, aber es passt leider nicht. Ach, wie schade. Da stehen wir dann schon zu dicht dran, ne? Das passt hier nochmal hin. Ach so, das wäre aber ungültig. Warte mal, vielleicht können wir den nochmal verschieben. Leider nicht. Ach, ärgerlich. Wir müssen es ein bisschen größer bauen. Nicht viel, ein kleines bisschen. Irgendwie so eins größer. Eins größer, dann hätten wir eine bisschen bessere Chance. Das gibt's nicht, jetzt sind die Steine alle. Ah, aber das hilft alles bei der Purge, ne? Also, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen basteln, ein bisschen Material benutzen, dann hilft das alles, wenn gleich die Purge losgehen sollte. Also, oder um die Purge zu triggern, wohl eher hilft das. Hallo Pusk, schönen guten Abend. Wie geht's euch, Leute? Wie war eure Woche bis hierher? Einige von euch hatte ich ja am Dienstag schon gelesen, andere noch nicht. Deswegen, wie war's? Ich feiere es extrem, dass heute schon Donnerstag ist. Und die Woche ging extrem schnell rum. Jetzt müssten wir mal gucken, das war hier. Genau. Das sieht doch schon gut aus. Hab Urlaub. Da feiere ich weniger, dass Donnerstag ist. True. Verstehe ich gut. Verstehe ich gut. Letzte Woche war das jetzt, ne? Also die. Ab jetzt ist Schluss mit Urlaub. Will ich damit sagen. Also die Woche noch natürlich, aber danach nicht mehr. Mist, Steine fehlen wieder. Aber es wird schon, es wird schon, es wird schon. Das ist jetzt vor allem auch schon sicher für die Purge. Wenn wir jetzt hier angegriffen werden, sind wir hier auch safe. Kann ich hier noch irgendwas abreißen, was vielleicht ein bisschen unnütz ist? Nee, ne? Das brauchen wir alles. Ja. Ich bin auch schon wieder urlaubsreif, ja, da hebe ich gerne die Hand, weil da geht es mir nicht anders, ja. Also, ich kann mich Gott sei Dank ein bisschen mit einem Kollegen abwechseln, aber wir sind beide an dem Punkt, dass wir sagen, Lecco mio, ist okay, wenn es jetzt bald vorbei ist und dann erstmal ein bisschen Pause ist oder endlich mal ein bisschen was mit anderen Themen befassen. Darauf hoffen wir eigentlich. Endlich mal wieder ein paar andere Themen auf dem Tisch haben. Bisschen über was anderes nachdenken.
Bisschen vielleicht kreativ sein auch mal wieder. Das vermissen wir so ein bisschen. Ja, sehr, für uns eine sehr lange Periode mit dem gleichen Thema jetzt hier seit Ende September im Prinzip. Ja, stimmt, seit Ende September, ja. Hatte ich nicht hier einen Träger, der sowieso Material geschleppt hat? Ja. Genau. Ja, parallel geht es natürlich weiter. Ihr habt es ja schon gesehen auf dem Discord-Server mit der Planung zum Community-Server, der Anfang Februar startet. Ja, da könnt ihr euch mal bitte eintragen. Ich habe gesehen, einige haben es auch schon gemacht. Ob ihr Zeit und Lust habt, mitzumachen. Ist letztendlich halt eine Frage. Ich habe ja gesagt, dass ich es irgendwie gerne wieder in Clans spielen wollen würde. Weil das letzte Mal eigentlich eine ganz coole Geschichte war. Kommt natürlich darauf an, wie viele mitmachen, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Und davon hängt natürlich ein bisschen was ab. Und dann sind so ein paar Spielregeln soweit fest geworden. Mods hatten wir schon, Servereinstellungen. Ja, ist eigentlich schon recht weit fortgeschritten, bloß technisch umgesetzt ist es noch nicht alles. Ja, also wenn ihr da Input habt, jederzeit sehr, sehr gerne, könnt ihr da direkt mitwirken. Freue ich mich drüber, wenn ihr da Input leistet. Bin ich auch weiterhin offen für. So, wenn ich das jetzt hier so sehe, müssten wir eigentlich das Ganze hier nochmal ein bisschen verschieben, ne? Ja. Ich habe mich mal mit Nein eingetragen. Ich weiß halt nicht, ob ich es wirklich nochmal von Anfang spielen will. Hallo Babelin, grüß dich. Schönen Gruß zusammen. Habe ich gesehen, Zuckerla? Ich hoffe ehrlich gesagt, du hast doch Bock, weil ich glaube, dass das in der Community selber nochmal ein bisschen was anderes ist und du findest noch Motivation. Ich würde mich freuen, aber wenn du nicht willst, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ja, alles gut. Bevor man den Clan alleine lässt, wäre es doof. Da fühl dich bitte nicht so verpflichtet, ja. Also, das ist vollkommen in Ordnung, wenn man dann irgendwann sagt, so, du, ich mach mal eine Pause oder sowas. Und, oder man überlegt sich was gemeinsam. Ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn ihr Bock habt, zu sagen, du, ich hätte mal Lust, was auszuprobieren. Irgendwie eventmäßig für die Community vorzubereiten oder sowas. Können wir gerne drüber quatschen. Da bin ich offen für sowas, ja. Wenn ihr Lust habt, selber auch euch was auszudenken. Irgendwie Thema, ja, Server-Event oder sowas. Sehr gerne. Ja. Also, ich bin nicht derjenige, der sich jetzt hinstellt und sagt so von wegen, das läuft nur so oder so oder so ab. Nö. Das ist, wie gesagt, eine Gemeinschaftssache, ja. Also, wenn das... So sehe ich das zumindest, ja. Also wenn da jemand Motivation hat und sagt so, du, ich könnte mir da was vorstellen, mal was auszuprobieren, ich hätte da Lust drauf, dann denke ich mir, okay, ja, können wir drüber reden, dass man dann entsprechend die Rechte bekommt. Und ist natürlich alles von mir mit Vertrauensvorschuss, weil wisst ihr ja selbst. Und vielleicht einen Dungeon machen, du, wie gesagt, ich sag nicht Nein dazu, also... muss natürlich immer in einem gewissen Rahmen sein, aber wenn ihr sagt, ihr habt Lust, da was auszuprobieren, und um dann halt mit der Community zusammen eine Runde was zu spielen, also das ist halt immer so meine Motivation, es sollte halt was sein, wo wir alle halt dann was von haben, wo der Server von profitiert, aber dass das nicht von Anfang an perfekt sein muss, ist so vollkommen in Ordnung. Ja, also das erwarte ich gar nicht. Sollte halt nur so sein, dass halt andere nicht
benachteiligt werden oder beeinträchtigt werden beim Spielen. Aber sonst, wenn du, wenn jemand Lust hat, was für die Truppe zu basteln, ja, why not? Klar. Ist das hier? Zu was hast du Lust? Ne, du hast es ja auch schon mal erwähnt gehabt und wieso nicht? Also ich meine, man fängt halt gemeinsam an und wenn du Lust hast, dann irgendwie was zu bauen oder du sagst von Anfang an, ich hätte gerne irgendwie eine Ecke, wo ich halt, ich weiß aber nicht, ob das geht. Ob man sozusagen halt unabhängig von anderen halt im Creative und, aktiv sein kann. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Falls sowas geht, wieso nicht? Muss man sich anschauen. Oder natürlich, du sagst, okay, ich starte halt mit. Sammel mir Material. Und fang daraufhin dann an zu bauen. Weiß nicht. Wie gesagt, muss man Details muss man wahrscheinlich dann absprechen. Aber grundsätzlich spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Wir hatten sowas ja das letzte Mal auch geplant, aber haben es dann nicht mehr umgesetzt. Thema PvP-Zone. Ja, das wäre auch so eine Geschichte, dass man eine PvP-Zone einrichtet und sagt, okay, man hat halt einen Bereich, wo man zu PvP machen kann, wo man gegeneinander kämpfen kann. Und das geht aber nur in einem bestimmten Bereich. Ja, wieso nicht? Wenn man denn da hingeht, muss man damit rechnen, dass man halt PvP haben kann, dass man angegriffen wird sozusagen, dass man, wenn man dort ist, sich bereit erklärt. Mit allen Konsequenzen. Hallo Obaha, schönen guten Abend. Ich würde es mal auf meinem Server zuerst probieren, würde mich dann nochmal bei dir melden. Hab schon eine Idee. Ja, von mir aus. Man startet das Ganze am 3. Februar. Am 3. Februar. Wird alles über Discord im Prinzip abgestimmt. Dort findet ihr sämtliche Informationen. Im entsprechenden Bereich. Babylin, bist du nicht sogar schon drauf? Sag mal. Sag mal. Genau. Ja, na dann schau einfach mal vorbei. Dort in den entsprechenden Bereichen. Findest du das schon? Hattest du nicht auch schon die Rolle bekommen? Warte mal. Warte mal. Babylin. Ja, die entsprechende Rolle hast du auch schon, genau. Und dann unter Lagerfeuer und Com-Server-Infos, da sind auch die ganzen Sachen angepinnt. Da findest du alles. Ich habe bereits gebaut, jetzt muss ein freundlicher Kram den armen alten Berliner aufnehmen. Ja, genau, deswegen habe ich halt mal gefragt, Obaha, damit wir mal wissen, wie viele wir dann sind, um dann zu gucken, wie machen wir das mit den Clans und so weiter und so fort, ne? Genau deswegen ist das ist die Idee. Boah, ich komme da nicht hoch, ich bin zu schwer. Na gut. Den Clan würdest du auch gerne mal ausprobieren? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hup.
So, mal gucken, wie wir das jetzt hier gefixt kriegen. Weil da kann ich ja keine Säule hinsetzen, ne? Nur da. Das sieht aber alles komisch aus. Eigentlich geht es. Es sieht... Also, ich weiß, was du meinst. Ich bin aber gerade ein bisschen verwundert, dass es so komisch aussieht. Eigentlich war das bis hierhin gar nicht so verkehrt. Es ist halt ein bisschen einseitig hier, aber... Ich krieg halt hier das Dach wegen dem Ding nicht so richtig hin. Das sind halt alles hier diese Dreiecksfundamente. Und irgendwie will er mir das Schrägdach dort auch nicht basteln. Oh, das will er machen. Okay. Ah, guck mal. Das wäre da noch wichtig. Da will er auch nicht. Okay. Aber jetzt haben wir was. Jetzt haben wir was. Aber das kriege ich hier schon wieder nicht auf die Kette, warum das schon wieder nicht geht. Bin dann zu ungeduldig. $15.000 hört sich erstmal nicht viel an. Die $15.000 sind auch nicht in Stein gemeißelt. Die $15.000 sind lediglich jetzt erstmal ein Wert, damit wir erstmal eine Grenze haben. Ja, also inwiefern die $15.000 relevant sind, hängt auch hier ganz stark davon ab, wie viele letztendlich dabei sind. Ja, wenn wir sagen, wir sind am Ende nur zwei Clans, dann wäre das völlig in Ordnung. Aber dann könnte man natürlich auch darüber reden, wenn man an das Limit kommt, ob das dann so viel ist oder nicht. Ja, also deswegen, das ist noch mit... Das muss man dann sehen. Auch wie die Performance vom Server ist, ja. Also davon würde ich das Ganze dann auch sehr stark abhängig machen. Deswegen, ja. Wir hatten das ja mal bequatscht gehabt mit der Anzahl der Strukturen und das müssen wir uns dann anschauen. Da können wir aber immer jederzeit gucken, ne? Wie gesagt. Aber mit irgendwas wollte ich erstmal ins Rennen gehen. So, und warum kriege ich das Ding jetzt hier immer noch nicht hin? Ist hier keine Stabilität? Kann es sein, dass hier keine Stabilität ist? Genau, 15.000 Einheiten müssen noch erstmal gebaut werden oder 15.000 Strukturen müssen noch erstmal gebaut werden. Das denke ich auch. Das mit den Dreiecken, hast du natürlich recht, das ist ein bisschen stressig. Aber es sieht halt auch verdammt gut aus, irgendwie, ne? Ich kann jetzt nächste Woche zusagen, wenn ich weiß, wie Ihr Arbeitsplan für Februar aussieht. Ja, alles in Ordnung. Also wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, jetzt schon zu sagen, ich spiele zu der und der Zeit oder sowas, sondern
Wenn ihr am dritten nicht teilnehmen könnt direkt, ist das auch komplett fein, ja? Es geht auch nicht darum, dass wir immer zur gleichen Zeit spielen. Auch das... Nö. Der Server ist dann für euch zur Verfügung. Der ist dann für euch da. Da könnt ihr dann spielen, wann ihr Zeit und Lust habt. Und es wäre natürlich schön, wenn man sich dann halt immer mal wieder verabredet und so weiter. Aber es gibt jetzt keine Pflicht, dass man dann halt zu der und der Zeit unbedingt spielen muss oder sonst irgendwas, ne? Also, um Gottes Willen. Darum geht's nicht. Zuckerlau überlegt auf jeden Fall. Und das ist doch erstmal wichtig. Der Server ist jeden Tag online. Ja, ja, genau. Der hat nicht irgendwelche festen Online-Zeiten, sondern der ist da. Der ist da und kann genutzt werden. Genau. Das mit dem gemeinsamen Anfang ist auch deswegen halt zwar gedacht, aber jetzt keine Pflicht, weil kann es nicht jeder einrichten. Zum einen, ist mir auch ganz klar. Und es ist ja auch schön, wenn man nach einer gewissen Zeit wiederkommt und einfach schon sieht, dass sich was weiterentwickelt hat, zum Beispiel. Ja, auch im Clan. Ja, manche spielen ja eher vormittags, manche eher nachmittags. Und das letzte Mal war es so gewesen, da hatten wir uns dann meistens verabredet, haben dann abends irgendwie was gemeinsam noch gemacht auf dem Server. Ich habe es dann natürlich auch gestreamt. Manchmal war ich aber auch schon vorm Stream online, einfach nur um Material vorzubereiten oder was zu farmen oder, ja. Also da gab es auch unterschiedlichste Sachen. Und deswegen meine ich auch, dass das gar kein Problem ist, wenn wir sagen, jemand möchte halt sagen, okay, er will was vorbereiten für die Community, ein Community-Event vorbereiten, ein Dungeon vorbereiten oder, was weiß ich, eine PvP-Zone einrichten. Da habe ich ja gar keinen Stress mit. Weil unterm Strich haben ja alle die Mitspielenden was davon und das ist doch eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das ist hier tatsächlich eine ganz schöne Formelei jetzt, ne? Vielleicht geht's auch nicht. Wie der jetzt hier zeigt. Ich glaube, es ist ein Stabilitätsproblem hier an der Stelle auch. Dafür braucht man Skill, ja. Skin habe ich. Reicht das? Skin kann ich bieten. Aber verratet mir mal, warum der da nicht jetzt snappt. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Kriegen wir das ausgetrickst? Ach lol, kriegen wir. Nice. Schaut euch das an, ich kann tatsächlich so die Stabilität nochmal erhöhen.
Aber hier ist Schluss. Das heißt aber auch, vielleicht. Mist. Mist. Ja, das denke ich, das denke ich auch. Warte mal, wir könnten noch versuchen. So vielleicht. Oder hier drunter. Ist auch noch eine schöne Idee. Probieren wir gleich mal. Es ist wie verteufelt. Manchmal krieg ich es einfach nicht hin, ne? Immerhin weiß ich ja, wo ich meine Schaufel bekommen könnte. Ah, der kommt da wieder mit dem Salzstreuer. Irgendwann kriege ich die auch schon noch. Immer rein in die Wunde, ja. Immer dahin, wo es weh tut, ne? Ach Gott, was hat er denn hier gebaut? So, jetzt aber. Warum überdachst du das Rad? Ich glaube, dass es von außen schöner aussieht. Weil ich dann so ein angedeutetes Dach habe. Aber nur so halt. Mehr nicht. Mehr würde ich nicht machen. Das ist doch Siebter, oder? Ja, genau. Das ist Isle of Siebter. Vollkommen richtig. Also da fehlt offensichtlich ja noch was. Und da auch. Ja. Doch, ich finde es ganz hübsch. Da hätte ich keinen Nerv mehr. Och, naja. Es ist halt hier vorne ein bisschen einseitig, ne? Hier vorne ist ein bisschen einseitig. Wir könnten höchstens überlegen. Ein Projekt ärgern dich die Amis? Oh. Ja, wird wieder Zeit kommen, da wird es wieder ruhiger, glaube ich, ne? Macht das was her? Oder das? Wenn man hier einfach mal so ein Dach irgendwie noch baut. Vielleicht auch eher hier. Schade, da kriege ich nichts hin, ne? Es gibt die Möglichkeit, da viele Thralls in der Nähe, die sind
noch so verteilt. Naja, ich habe halt hier die so ein Flutschrein direkt daneben. Also ich könnte mir hier welche beschwören. Sonst sind hier hinten noch Leute. Oder hier in dem Bereich sind auch Leute. Da hatte ich irgendwie kein Glück mit der Flut. Oder hier. Hier hatte ich auch ganz gute Thralls. Und sonst hier oben sind relativ viele. Und noch hier sind auch relativ viele. Ja. Also es geht hier auch, aber nicht so viele. Und sonst, die meisten sind eigentlich hier unten, in dem Bereich. Hier und hier drüben. In Inseln. Am Beginn der Insel. Da sind eigentlich die meisten, die ich so gesehen habe. Ja, dann viel Erfolg. Viel Erfolg dabei, Oba. Möge es dir gelingen. Ist schon schwerer auf Siebter? Ja, also ein bisschen. Mittlerweile hätte ich sogar fast gesagt, es geht. Es ist anders. Babelin, es ist anders. Weil man an gewisse Rohstoffe deutlich leichter kommt als in Exiled Land. Und das macht schon auch manche Sachen einfacher. Also alchemistische Grundsubstanz zum Beispiel gibt es hier deutlich leichter. Oh, hallo. Aber ja, solche anderen Sachen wie Begleiter. Dafür gibt es aber halt diese... die Kopfgeldjagd. Die Kopfgeldjagd macht vieles, vieles einfacher. Ja, also Kopfgeldjagd hilft extrem. Hallo Zappok. Wenn man weiß, wo man suchen muss, ist beides gleich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, ich habe noch nicht die guten Spawnpunkte überall gefunden. Ja. Also die Kopfgeldjagd macht, glaube ich, auch Siebter verhältnismäßig, also um einiges leichter, will ich mal sagen. Doch, ja. Doch, ich glaube, die Kopfgeldjagd macht Siebter um einiges leichter. So, hier fehlt jetzt halt noch ein bisschen Dach. Aber sonst an sich bin ich eigentlich zufrieden mit der Konstruktion. Würde ich so lassen. Und deswegen habe ich das Dach halt eigentlich so, oder dieses Rad so ein bisschen eingebaut. Damit das Dach von außen halt ein bisschen das Ganze verkleidet. Weil die eigentliche Basis ist ja hier komplett oben, ne? Das ist ja hier eigentlich der Spielplatz. Ja. Habe ich gut gerettet. Es sah zwischendurch schlimmer aus, ne? Aber ich glaube, die Erweiterung war wichtig. Die Erweiterung war wichtig. Wo habe ich die Katzen gefunden? Hauptsächlich hier oben im Norden auf der Insel. Aber ich habe noch woanders welche gefunden. Auf jeden Fall hier. Irgendwo hatte ich noch welche, ich weiß nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr. Aber hier oben im Norden definitiv. Kann aber sein, dass es noch woanders Orte gibt. Aber... ah, weiß ich nicht. Auf jeden Fall da im Norden. Der Norden ist Safe Spot. Ja. Oh ja, mittlerweile ganz schön viele hier. Ja, für alle nochmal, ne, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe mich gestern tatsächlich mal
Ich hatte gestern mal eine coole Idee für einen Follower-Emote. Einige haben es schon ausprobiert. Finde ich sehr cool. Gerne weiter so. Was ganz Schlichtes, aber ich finde es halt eigentlich sehr passend, weil wir auch schon länger mal drüber gesprochen haben. Das könnt ihr natürlich, Follower können das hier im Kanal verwenden. Und alle Subs können das auch woanders verwenden. Ja, also Follower-Emotes sind nicht nur für den Kanal beschränkt, außer man folgt. Wenn man aber auch Subscriber ist, dann kann man die Follower-Emotes auch woanders verwenden. Und ich fand die so niedlich. Ich dachte mir sowieso schon gestern so, ach komm, eigentlich müsste ich das machen. Und dann bin ich gestern im Netz tatsächlich auf die Suche gegangen und habe die gefunden. Und ist tatsächlich sogar, also ein kleiner Obolus habe ich der Künstlerin dafür auch gezahlt, um diese kleine Figur verwenden zu dürfen. Aber das war es auf jeden Fall wert. War jetzt auch keine Unsumme, also keine Sorge. Und fand ich aber mehr als angebracht und sehr passend. So, wir brauchen Machtfragmente. Brauchen Machtfragmente. Und ich wollte noch wohin. Und zwar wollen wir nach Neuluxur. Machtfragmente jedoch. Den nehmen wir mit. Ja. Internet hat sich gerade verabschiedet. Ja, das ist unangenehm. Gruselig. Man fühlt sich so schutzlos, oder? Wenn Internet weg ist. Bah. Schlimm. So, wir nehmen aber nur den einen Dude mit, oder? Mal das Tier mitnehmen, Bagheera. Ich habe ja echt ein bisschen Sorge, dass ich Bagheera kaputt mache, ne? Wir machen uns mal auf den Weg. Halt, Waffen reparieren. Nicht schon wieder so. Erst Waffen reparieren. Zack, und los geht's. Schild, alles. Es wird alles repariert. Ein bisschen Obsidian haben wir auch noch. Da müssen wir mal aufpassen. Obsidian ist halt wirklich nicht schwer zu bekommen, aber es ist halt ein Akt, sich erstmal dorthin zu bewegen, ne? Was sind das hier für Schuhe? Okay, die muss ich auch alle reparieren. Das ist auch so eine Sache, die würde ich auf dem Server auch machen wollen. Und zwar, dass ich mich und meine Begleiter in besonderen Farben einhülle und einkleide. Ähnlich wie wir es jetzt schon haben, bloß halt ein bisschen gleichfarbiger. Je nachdem, welche Rüstung man denn verwendet. Würde ja eine Empfehlung geben. In welchem Sinne Empfehlung? Zu welchem Thema? Wegen der Machtfragmente könnte ich zum Beispiel runtergehen an die Teiche. Das wäre der einfachste Weg. Bin ich auch am Überlegen. Könnten das machen. Wegen Bagheera. Ach so, wegen Bagheera. Ja, ich könnte sie einfach auf passiv mitspielen lassen. Erstmal ein bisschen ein paar Level gemacht hat, ne? Und Neuluxur.
Ich brauche halt Machtfragmente und ich weiß, wo ich die Machtfragmente am besten herbekomme. Das sind jetzt 7. 8. Komm, wir machen erstmal die Machtfragmente. Weil ich wollte eigentlich mit der Teleportationsplattform nach Neuluxur, dass ich da hinten gleich eine Plattform setzen kann zum Teleportieren. Ich habe den Zauber aber noch nicht. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal den Zauber lernen und dann würde Neuluxur Sinn machen. Also vielleicht mache ich das auch so. Dass ich jetzt doch erstmal nochmal schnell ein bisschen Machtfragmente sammle. Oh, komm mal her. Besser. Ja, denke ich halt auch. Alleine schon deshalb, dass man halt nicht mehr diese langen Reisezeiten halt hat, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Und es könnte halt auch jederzeit sein, dass mir die Purge dazwischen springt. Kann passieren, muss nicht. Der Balken ist heute erst voll geworden. Kann passieren. Kann passieren. Hast du schon genug leuchtende Essenz? Ich habe leuchtende Essenz auf jeden Fall. Ja. Genug? Was auch immer genug heißt. Ich habe auf jeden Fall welche, ja. Ob es genug ist, werden wir sehen. Oh, hallo Miko. Portal auf der Map verteilen, darauf freust du dich schon. Ich hatte es ja schon gesagt, ne? Willkommen zurück zu Gala. Ich hatte es ja schon gesagt, ne? Es wird auf der Community Map auf jeden Fall Mini-Obelisken geben an ausgewählten einzelnen Orten. Diese grünen Augen von der Steinnase überall, ne? Vielleicht könnte der Admin aber auch standardmäßig Portale setzen. Ja, genau, Oba, das habe ich vor. Dass wir so eine kleinen Obelisken setzen und davon vielleicht, keine Ahnung, 6 oder 8 Stück auf der ganzen Map verteilt. Jeder Clan kriegt auch einen Obelisk. Und dann kann der genutzt werden und man muss trotzdem das erste Mal zu diesem Obelisken so reisen. Also man kann nicht von Anfang an teleportieren, sondern man muss wirklich den Obelisken einmal besucht haben, dass man ihn sozusagen kennt. Und wenn man den Obelisk dann kennt, dann kann man auch dahin reisen. Also von Obelisk zu Obelisk sozusagen. Das ersetzt halt so ein bisschen die ganze Kartenraumthematik, die es ja hier so in dem Sinne nicht gibt. Ja, ich will es nur nicht übertreiben. Also ich glaube, ich werde nur so, ja, wie gesagt, 6 bis 8 Obelisken werde ich setzen, dass man zwischen denen hin und her reisen kann. Aber nur so ganz grob da, wo halt so Point of Interest sind. Und dann halt, wie gesagt, jeder Clan bekommt auch einen Obelisk. Eventuell, wenn man dann sagt, okay, es gibt halt so Eventbereiche. Wie gesagt, ich spinne jetzt gerade ein bisschen rum, ne? Aber wenn man sagt, es gibt halt Eventbereiche, wo zum Beispiel eine PvP-Zone dann ist oder was auch immer, dass man dann dort halt nochmal einen Obelisk hinsetzt, dass man sich dann dort trifft. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Nur für die Portale zaubern gelernt. Ja, das reicht ja, glaube ich, auch, ne?
Warte mal, wo bin ich jetzt? Okay. Wo zum Teufel bin ich? Ich bin doch hier völlig falsch. Vollkommen in die falsche Richtung unterwegs. Ich mag den Farmzauber, da gibt es ein paar gute Stellen, wo man da ein paar tausende Stacks Holzsteine. Was? Also ich bin ja auch eher so, ich verpenne immer die, oh, guck mal hier. Das ist das, was ich meine, wo Siebter halt einfach extrem krass ist. Du hast halt hier mittendrin halt in der Nähe von diesen Gewölben immer mal wieder Silber und Gold rumliegen. Das ist halt heftig. Mein erster Bauspot war ideal für Farmzauber. Krass. Weißt du? Den Teil des Spiels kenne ich so noch nicht. Das sind alles mächtige Bären, ne? Sind halt super tanky. Du hattest meine Frage von, glaube ich, überlesen, der... Ob ich bei Mods noch gesprächsbereit bin? Ja, natürlich. Es kommt halt drauf an, was man braucht, was man möchte. Ich habe jetzt erstmal die Mods dort aufgeschrieben, wo ich weiß, dass ich sie okay finde, dass sie das Spiel nicht zu stark beeinflussen. Das war so für mich die Geschichte, wo ich weiß auch so ein bisschen, was man einstellen kann, was sie bewirken. Was aber nicht heißt, dass es halt nicht noch andere geben kann oder so. Das ist halt so riesig, ist meine Erfahrung da ja auch wieder nicht, ne? Also das wisst ihr ja auch. So ewig bin ich ja noch gar nicht hier im Conan unterwegs. Also ich bin da durchaus bereit, noch zu lernen und mir da andere Meinungen anzuhören oder andere Ideen und so weiter. Ne? Also so eine Mod lässt sich ja auch relativ schnell hinterher schießen nochmal. Das ist ja nicht so das Riesendrama. Die wird auf den Server aufgespielt und dann läuft das eigentlich. Ne? Muss man dann halt nur downloaden, wenn man den Server wieder betritt, aber das ist ja nicht das Problem. Mir geht es halt nur darum, dass Mods halt nicht den zu stark auf das Balancing halt eingreifen. Oder dass man es halt sauber einstellen kann. Ich bin eher für weniger Mods, das weiß ich brusk. Aber du musst sie ja auch nicht nutzen. Also, das ist ja immer ein Kann und kein Muss. Ja, sowas wie Fashionist oder sowas musst du ja nicht nutzen. Mit dem Leveln
Das müssen wir halt genau einstellen. Das ist ja hier jetzt noch ein bisschen übertrieben. Weiß ich auch. Das ist übrigens der Riesenbär, ne? Der ist schon echt gigantisch groß, Meister Petz. Was ist mit dir? Der ist schon eine ganz schöne Hausnummer hier. Ja, die kritischste ist eigentlich die mit den Leveln, ne? Das habe ich schon verstanden. Verstehe ich auch. Die hat potenziell den größten Einfluss. Da muss man halt nur sensibel genug sein mit den Einstellungen, glaube ich, und dann geht das auch. Ich bin ja auch eher so ein Typ, das haben wir das letzte Mal auch gemacht, dass wir dann zum Ende hin, wo wir dann immer besser wurden, eher gesagt haben, wir verzichten auf Begleiter und kämpfen halt alleine. Ne? Wenn wir dann eher drei Leute haben, die dann kämpfen, ist ja viel geiler, als wenn ich jetzt mit zwei Begleitern reingehe und alleine. Also das ist ja das Schöne. Ich möchte ja eigentlich auch eher diese Koordination, diese Interaktion miteinander haben, als da krampfhaft alles alleine machen zu wollen mit drei oder vier Begleitern oder irgend sowas. Das ist gar nicht mein Ziel. Hier ging es um Deku? Ja, da können wir ja drüber sprechen. Schlangengiftdrüse, okay. So, aber Schlangen wollte ich jetzt eigentlich hier nicht noch großartig farmen. Entschuldigung, darf ich hier mal durch? Warte mal, hier ist ja auch ein Dorf. Oder ein Lager. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Someone's coming. Na, da schau ja. Der 300er Mod ist eher kontraproduktiv. Ja, das genau das Gespräch hatten wir auch schon. Und dann hatten wir aber auch gesagt, das hängt halt so ein bisschen davon ab, wie man es einstellt. Man kann die 300er Mod auch so einstellen, dass du sagst, du kriegst halt selten Wissenspunkte. Selten Attributpunkte. Und genau da ist halt so ein bisschen die Sensibilität gefragt. Weil sonst passiert genau das, was du gerade sagst. Man spielt dann eher alleine und das wäre nicht so cool. Man soll natürlich auch in der Lage sein, gewisse Sachen alleine zu schaffen. Also das finde ich auch schon reizvoll. Aber man soll auch durchaus in der Gruppe zusammenspielen sollen, ja. Dann hatte ich auch gedacht, neue Dungeons kann man ja auch knackiger machen. Ja, genau, sehr gerne. Und genau da liegt ja dann auch so ein bisschen die Würze, dass man sagt, okay, da ist halt jetzt ein besonderer Dungeon, wo halt nochmal andere Gegner erscheinen, die selbst mit dieser 300er Mod und den Einstellungen, die wir gewählt haben, deutlich schwieriger sind und eben nicht alleine zu managen. Muss mit Twitch neu starten. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ist das der große Elefant? Nee, ist ein normaler Elefant. Komm her. Bebeoba. Was ist denn mit dem Elefanten?
Stimmt, ne? Ich glaube, ich hatte die Elefantenbabys bisher noch gar nicht gefunden. Ja. Hast du recht. Die hatte ich ja bisher noch gar nicht. Ah, eins sollte reichen. Wohl. Ja, Babelin, deswegen auf jeden Fall auf dem Discord-Server immer mal wieder in den Räumen entsprechend vorbeischauen, ne? Dann verpasst du auch keine Info. Kann man, wie gesagt, jetzt schon alles durchlesen. Es gibt unten auf Discord, also je nachdem, wie vertraut du mit Discord halt bist natürlich, gibt es einen entsprechenden Bereich, wo alles zu Conan steht, wo ihr jederzeit alles einlesen könnt, wo ihr natürlich euch auch an den Gesprächen beteiligen könnt, wo ihr euren Input geben könnt. Ich bin ja da wirklich auch sehr dankbar, wenn ihr eure Erfahrungen da mitteilt. Ich hatte eben gerade nochmal geguckt, du hast auf jeden Fall Zugriff. Und ja, hab immer Discord offen. Okay, na dann weißt du ja Bescheid. Und oftmals mache ich es dann auch so, dass ich halt Umfragen mache, wo ihr einfach nur auf Reaktionen klicken müsst. Und über die Reaktionen dann kann ich dann später sehen, wer sich irgendwie wozu geäußert hat. Das mache ich auch immer mal wieder. Ach, hier steht noch ein Schwert. Das Katana, aber das hatte ich schon. Okay. Mir fehlt ja hier immer noch eine Waffe, ne? Das Banner fehlt mir noch. Und ich glaube, das Kurzschwert oder irgendwas anderes war es gewesen. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas hat mir noch gefehlt. Auf jeden Fall das Banner. Naja. Die Großaxt, stimmt, die Großaxt war es gewesen. Die sollte ja eigentlich nicht zu übersehen sein, aber naja. Wenn man den richtigen Spot noch nicht gesehen hat, dann kann man es schon mal übersehen. Alter, diese Typen hauen aber auch rein, ne? Holy moly. Stimmt, wir hatten letztens die Großaxt mal in der Hand und ich hatte festgestellt, dass ich die noch gar nicht reparieren kann. Ja, es wäre jetzt nicht so das Riesendrama, wenn ich die jetzt in dem Spielstand nicht finde. Das ist schon okay. Oh, was gibt's denn hier? Bogen der grauen Riesen. Verwende ich die nicht? Nee. Bogen der grauen Riesen. Ach so, das ist der. Und Machtfragment. Nice. Planfragment auch noch. Okay, geiler Loot. Sehr, sehr geiler Loot. Ist das hier? Nichts. Hm. Ja, wir hatten mal eine Phase, wo ich die Dinger überall gesucht habe. Und tatsächlich auch
eine Sache, die mir sehr wichtig war, auch gefunden habe, den Bogen. Aber ey, der Bogen, richtig, richtig gut versteckt. Also, holy moly, da haben sie sich was einfallen lassen. Ich glaube, Zuckerla oder hatte mir dann auch noch gesagt, so von wegen heiß. Und dann wusste ich aber auch schon, wo ich nach suchen muss. Weil das war wirklich halt so eine kleine dunkle Ecke. Oh mein Gott, jetzt bin ich fast tot. Der hat mich mit seinem Großschwert fast niedergestreckt hier. Holy shit. Das war knapp. Machst die Map mal auf? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Teich. Hier noch einen Hügel und dann bin ich am Teich. Und ich kann es auch gerne mal groß machen. Ja, klar, sehr gerne. Hier noch irgendwo hoch? Ach, hier war das mit den. Wait. Joink. Wenn hier ein Baby fiepst, dann nehme ich es mit. Zack. So, und hier müssen wir nochmal gucken. Hier muss ich irgendwie hoch, ne? Vielleicht. Die Insel hier unten gefällt dir am besten. Ja, das ist. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen im Server. Ich glaube, die Insel hier unten ist auch ziemlich, ziemlich strong, ne? Weil du kriegst hier halt alles, was du brauchst. Du hast hier die wertvollsten Ressourcen. Und guckt euch diesen Blick an. Sieht das geil aus. Ich kann es komplett nachvollziehen, warum man hier unten baut. Also, es ist halt wirklich. Es gibt halt hier einfach alles und das macht es so unfassbar attraktiv. Ja. Und es ist auch noch wunderschön. Ganz genau. Und ich habe ja gelernt, dass das ja hier erst Zusatzcontent war, ne? Also, na klar, die DLC-Map ist ja alles richtig. Ist ja sowieso Zusatzcontent. Aber dass dieser Bereich hier unten ursprünglich ja gar nicht dabei war. Diese Inseln. Was haben wir denn hier? Die kamen später und dafür, dass sie später kamen, sind sie ganz schön stark geworden, ne? Da fällt mir noch was ein, Leute. Eine Sache, die wir jetzt vergessen haben. Hallo Sid, einen wunderschönen guten Abend. Ja, die Schildkröte, genau da ist sie. Soll keiner sagen, dass hier Anti-Schildkröten-Stimmung herrscht, ja? Da bin ich ja entschieden dagegen. Soll keiner mehr kommen und sagen, hier. Nein, hier kann ich nicht bauen. Wie schade. Mist. Ja, jeder, der hier folgt, kann jetzt hier mit Schildkröten um sich werfen. Also, digital. Versteht sich. Ich finde das ziemlich cool mit der Schildkröte. Ich mag das. Das hat mich nämlich sogar noch zu anderen Ideen inspiriert. Aber alles zu seiner Zeit.
Guck mal, hier ist die Grenze. Hier kann ich nicht bauen, hier kann ich bauen. Ich wollte nämlich ein bisschen Fleisch noch hinschmeißen. Ja, so schnell ging das hier, ne? Schnell mal 1300 Gold zusammen, das ist krass. Kann sich Schildkröten am Strand einsammeln? Genau, davon haben wir 3 Stück. Da ist auch das ein oder andere passiert. Unter anderem hier. Vielen Dank übrigens nochmal fürs Klippen an alle, die da so fleißig geklippt haben. Da sind ja mittlerweile einige Clips entstanden zum Thema Schildkröten. Und auch allgemein sind mittlerweile sehr, sehr viele lustige Clips entstanden. Finde ich total cool. So. Jetzt wird es hier gerade duster. Das ist nicht so schön. Ich habe so meine Geschichte mit Schildkröten. Genau. Ausschließlich positiv. Und im Wohle der Schildkröte. Der Hase ist geil. Das finde ich super. Die Maske der grauen Riesen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Großaxt vielleicht auch irgendwo hier in der Wand steckt. Aber vielleicht hier, aber sonst irgendwo. Ja. Schaut euch den Loot an, den der hier einfach gibt, ne? So eine starke Waffe, dazu noch Gold, Obsidian. Übel. Tja, mit dem Banner hatten wir bisher auch noch kein Glück. Da müsste wahrscheinlich irgendwo eine Schriftrolle liegen. In der Nähe vom Banner selber. Aber noch kein Glück gehabt. Warte mal, hier war der Leuchtessenz. Nehmen wir nochmal mit. Ja, deswegen gucke ich eigentlich immer wieder, ob es hier nicht irgendwo eine Schriftrolle gibt. Oder ein Buch oder sowas. Hier gibt es eine Kiste. So, wollen wir schon mal den ersten hier beschwören? Den Blutschänder. Diesmal sind wir einer weniger, das heißt, ich muss mich auch selber ein bisschen mehr anstrengen. Da ist er. Na dann komm mal her. Der ist nicht der schwierigste, ne? Auch ein Planfragment. Nice. Blutsack. Den Rest würde ich ja schon fast liegen lassen. Davon haben wir ja noch und nöcher. Okay, das war Easy Snack. Den machen wir gleich nochmal.
Ist der jetzt hier eigentlich schon Level 20? Ne, Level 19, okay. Schon. Den würde ich mir auch locker ohne Begleiter zutrauen, ne? Oh, der hat was gedroppt. Hungerklingen. Hui, zwei Äxte. Legendäre Waffe. Na, ich glaube, diese Hungerklingen sind aber relativ selten, ne? So, was nehmen wir die noch? Riesenkönig? Ja. Dann soll es jetzt der Riesenkönig sein. Ist auch nicht so ohne. Wenn mich sein Schwerthieb erwischt. Okay, was gibt der? Zwei Waffen gleich. Okay, krass. Kann man ausstellen, das kann man wackeln. Okay, ja, das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Mordlungen habe ich bekommen. Und Ymirs Tarche. Okay, ein 43er Schutzschild. Ist leider schwächer als meiner, aber okay. Du hast mal ungünstig am Teich gestanden, wurde es direkt nach oben katapultiert. Ja, schwierig. Dann nehmen wir jetzt mal die Figur der ersten Untoten. Ah, ist geil. Boah. Sehr schön. Oh, da gibt es Machtfragment. Primitiver Armschutz. Nee, nehmen wir nicht. Was gibt's hier? Primitiver Helm, primitiver Rock. Nee. Will ich alles nicht. Wie viele Machtfragmente hatten wir jetzt schon? Hatten wir das irgendwie auf dem Schirm? Vier. Oh, jemand hat Paul ein Stufe 1 Abo geschenkt. Vielen, vielen Dank, anonymer Gastgeber, Geschenkgeber. Dankeschön. Ja, und Paul ist damit jetzt auch schon 3 Monate hier. Ja, vielen, vielen Dank dafür. So, Lieben, ich bin für heute mal raus. Habt noch viel Spaß. Wir sehen und hören uns im Discord oder hier. Sehr gerne, Babelin. Habt eine schöne Woche noch, ne? Wieso zuckt die so lange? Ich hab keine Ahnung. Jetzt haben sie auf jeden Fall aufgehört. Lebensgeister haben sie verlassen. Ey, Opa, vielen, vielen Dank hiermit für die 1000 Bits schon wieder. Mann, ey. Danke dir, danke schön. Gute Nacht, Babelin. Vielen, vielen Dank, Opa. So, wir gehen hier rein. Wir nehmen als nächstes die Hüllenfigur.
weiß nicht mehr, was das war. Wir haben ja das letzte Mal auch alle mal durchgespielt, ne? Mal sehen. Wer wohl der Anonyme war? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sehr großzügig. Oh ja, jetzt, das wird ein bisschen spannender. Boah, 5 Stück sind das. Das könnte alleine zum Beispiel richtig stressig werden, ja. Ja, wenn man das jetzt alleine macht, dann musst du wirklich Hit and Run spielen. Geht auch. Jawohl. Jetzt hat Babylon auch ein Subgeschenk bekommen. Vielen, vielen Dank. Auch wieder von einem anonymen Spender. Sehr, sehr großzügig. Dankeschön. Wir haben einen Waffenplan bekommen. Zepter der Unreinheit. Das kenne ich noch gar nicht. Das Zepter. Zepter der Unreinheit. Waffe aus alter Zeit. Oh, das sieht aber auch geil aus. Gesundheitsschaden 50. Das gucken wir uns nachher mal an. Stellt mal vor, man läuft hier mit einem Zepter rum. Wie so ein alter Magier. Oh, das fühle ich aber auch. Blutige Klauen lasse ich jetzt mal hier, weil das hatte ich schon. Und immer Planfragmente dazu, ne? Krass. Jetzt fehlt noch ein Planfragment, dann haben wir es schon wieder. Das nächste Rezept. Oder das nächste Wissen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Ich sag Rezept dazu. Der Dude ist Max. Ja, okay, er hat nochmal Beweglichkeit 8 dazu bekommen, aber leider HP verloren, ne? Aber so an sich ist seine Ausstattung hier gar nicht so schlecht. Vielleicht die Schaufel. Oh, das ist Bisaflor. Oh, jetzt geht's gegen Bisaflor zu zweit. Eieiei. Da muss ich wahrscheinlich viel mit dem Bogen arbeiten. Da ist es. Hilfe. Dieser Floß ist einfach mal riesig. Aua. Der Solarstrahl ist gemein. Für ein riesiges Pilzmonster einfach. Achtung, Solarstrahl. Schlagen tut er auch noch. Ist ein geiles Monster. Den alleine zu erledigen, das wäre auch eine Challenge, glaube ich.
Erinnert mich so ein bisschen an diesen, ich habe ihn Waldgolem genannt. Ihr wisst schon, wen ich meine. Aus Exiles Land. Aua. Aua, aua. Geh weg. Das ist, da ist er am verwundbarsten. Wenn er seine Ladeattacke macht. Uiuiui. Hatten wir noch? 100. Oh, erwischt. Nice. Steineichenschild. Oh, 15.000 Haltbarkeit. Ja, moin. Versteinertem Holz. 15.000 Haltbarkeit. Was haben wir jetzt gelernt? Säuremesser. Okay. Ich finde ja auch geil, dass man hier isoliertes Holz von dem Typen bekommt. Ah, der ist schon cool. Darauf erstmal einen Tee. So, wie viele Planfragmente haben wir jetzt hier wieder eingesammelt? 7 Stück. Okay, wunderbar. Dann nehmen wir noch diese Figur. Oh, das wären die Drachen. Nice. Ey, die sind so einfach. Guck mal, was die droppen. Sogar ein legendäres Waffenreparatur-Kit. Krass, okay. Und Drachenknochenwaffen halt, ne? Welche Axt war das vorhin? Die ich gefunden habe, Zuckerla, oder die ich noch brauche? Was meinst du? Welche meinst du? Die ich gefunden habe, das war die Hungerklingen-Axt. Oder die, das sind zwei Äxte, glaube ich. Warte mal, ich kann die mal ausrüsten, wenn ihr wollt. Eine Doppelaxt. Das ist auch eine Stärkewaffe. Genau. Dennoch gab es noch die Dolche. Die sind echt rar. Okay. Sie sehen auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Einige seltene Sachen jetzt hier schon bekommen. So, jetzt holen wir uns nochmal hier diese Riesenspinne. Die war ja auch noch ein bisschen was Besonderes. Und die sah ein bisschen anders aus. Hast du auch noch nie gesehen? Okay, habe ich also mal wieder Schwein gehabt? Okay. Die ist auch nochmal auf anderem Level ekelhaft, ne? Die Attacke macht nicht viel Schaden. Ach, die spawnt doch die Schildkröten, Babyspinnen, ne? Die
die hat diesen Stachelangriff. Erinnert ihr euch an die Spinne? Ich glaube, Kankra oder wie hieß sie von der Herr der Ringe? Die auch mit dem Stachel diesen Angriff drauf hatte. Hier am Übergang vom Gebirge nach Mordor. Wie hieß die Kankra oder sowas, die Spinne? Ich weiß nicht mehr genau. Aber genau so wirkt das Ding auch hier von der Attacke her. Ja, es war Kankra. Mit dem Angriff ist er ein bisschen belastend. Muss auch jedes Mal an Krankheit denken bei der Spinne. Ja, die ist halt auch ekelhaft. Vor allem ist sie nochmal anders eklig als die ganzen anderen Boss-Spinnen, die es sowieso schon im Spiel gibt, ne? Ich glaube, ich habe sie. Wo ist sie denn hin? Hä? Wo ist die Spinne? What? Habt ihr gesehen, wo sie hingeflogen ist? Wo ist die verdammte Spinne? Ja, auch nicht. Betrug? Ich werde hier um mein Loot betrogen. Das gibt's doch nicht. Liegt oder hängt die irgendwo? Kann man ja zurückspulen? Ich habe bloß gesehen, wie sie irgendwie nach oben rausgeschossen wurde. Ich habe keine Ahnung, wohin. Das, was du gerade sagst, übrigens, dieses Zurückspulen, ist eine Funktion, die es auf YouTube halt wirklich gibt, ne? So einfach mal so hier zurück und dann später wieder weiter live zuschauen. Das ist so eine Funktion, da muss Twitch definitiv ran, weil das ist extrem geil bei YouTube. Es gibt nicht viele Sachen, die bei YouTube besser sind im Streaming, aber das definitiv. Ey, aber wo zum Teufel? Wo soll die denn noch sein? Kletter da gleich hoch und guck. Weil das sind alles bloß die kleinen Spinnen und die kleinen Säcke. Habe ich sie hier übersehen? Ich wollte mir doch nicht erzählen, dass die jetzt hier hinter gefallen ist.
Oder die ist tatsächlich verschwunden und ich sehe sie nicht. Sie ist noch da, aber ich sehe sie einfach nicht. Ey, Betrug. Eindeutig Betrug. Ey, die verdammte Spinne ist weg. Ich kann es gar nicht fassen. Stattdessen ist der Eumel da vorne wieder gespawnt. Aber die vermaledeite Spinne ist weg. Wieso ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich suchen soll. Also ich kann jetzt hier nochmal hochklettern, um zu schauen, ob die da oben gelandet ist. Aber was ist das denn? Leute, was passiert hier? I think I spider, ja. Auf jeden. Soko. Ich hätte gerne einen Tatort. Tatort Spinne. Bekloppt. Tja, um den Loot wurde ich wohl betrogen. Ja, nun. Machen wir da jetzt nichts, ne? Das war vor allem meine letzte Figur. Ich habe keine mehr. Ja. Guck jetzt hier oben noch mal, ob das hier vielleicht hier oben hingeflogen ist. Oder hier rüber. Da ist ein aller Schuhschnabel. Ein schwarzes Nashorn. Aber nee. Ey, so weit fliegt doch der Kadaver nicht. Hier drüben ist auch nichts gelandet. Schöne Aussicht immerhin, ne? Kann man ja schon mal sagen. Aber was ist das? Joa. War nett. War nett, bis auf die letzte Spinne. Die kann mich mal, die ist doof. Die brauchen nicht mehr wiederkommen. Das können wir uns sparen. Ach, Menno. Na gut. Machen wir uns auf den Weg zurück zum Pferd. Und zum. Zum Lager. Dafür hast du schicke Äxte bekommen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich darf mich nicht beklagen, auf gar keinen Fall. Den Eindruck wollte ich nicht erwecken. Ich bin nicht undankbar. Ich habe schön Loot bekommen. Hübsche Äxte, ein paar Dolche. Waffenreparaturkits. Ist alles fein. Es hat nur ein bisschen Geschmäckle, ne? Alles okay, aber ein bisschen Geschmäckle.
Nun gut. Aber dann machen wir uns auf den Weg zurück. Gar nicht lange fackeln hier. Wir gehen vielleicht höchstens nochmal unten vorbei. An der Minibasis. Aber nur nochmal gucken. Wir haben jetzt neun Machtfragmente. Das ist schon alles völlig in Ordnung. Aber das große Mysterium Spinne werden wir hier nicht aufklären können. Einfach verrückt. So, hier war der Eingang, ne? Ich wollte hier nochmal gucken, ob hier vielleicht. Aber hier sind auch Banner. Ob man hier vielleicht nochmal die Banner auch lernen kann. Aber hier gibt es auch nichts. So, dann ist der Plan auf jeden Fall jetzt zurückreiten. Die Machtfragmente nutzen, Zauberei lernen. Um dann eventuell die Teleportation dann auch zu können. Und dann geht's nach Neu-Luxor. Aber hier gucken wir nochmal. Hier war noch mal eine schlechteren. Die ist noch nicht ganz durch. Okay. Das nehmen wir noch mal mit. Die Zauber. Aber wir haben noch Schädel. Wir können noch Schädel hier lassen. Ich glaube, ich habe jetzt 28. Das wird nicht reichen. 22. Nee. Das war zu wenig. Komm, wir holen mal noch mal einen Magier. Wir holen noch mal einen Magier. Vielleicht zwei. Nein, ich hab. Nein. Ach nein. Ach Mano, ich hab die falsche Keule in der Hand gehabt. Mist. Ach, sowas Doofes. Ich muss für heute raus, wünsche euch noch einen schönen Abend. Oba, viel Erfolg morgen und eine gute Nacht wünsche ich dir, ne? Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich morgen wieder am Start. So wie jeden Freitag eigentlich, ne? Vielen Dank für deine 1000 Bits hier heute schon wieder. Vielen, vielen Dank. Echt, echt irre, deine Unterstützung. Dankeschön. Warte mal, war hier nicht noch Treibgut? Nee, hier nicht. Oh mein Gott, sind das viele. Da ist ein Magier dabei. Da ist noch ein Magier. Oh mein Gott, wir haben mal alle angelockt. Wir haben einfach mal alle angelockt. Wie machen wir das jetzt? Let's go.
Oha, Stress. Stress, Stress, Stress. Ah, dieser blöde Bogenschütze verkrüppelt mich. Eieieiei, was habe ich hier nur schon wieder getan? So, ein Schmied 3. Ah, schwierig. Ich will die nicht töten, aber ich blute 11-mal. Das war knapp. Eieieiei. Aber wir haben die richtigen rausgepickt und wir haben am Ende wirklich nur die beiden Zauberer betäubt. Und die können wir jetzt hier verkaufen. Zack. Meins. Hat nicht ganz gereicht. Das ist ein Bogenschütze. Och. Oh, der ist schon wieder verschwunden, oder? Ja. Die anderen sind alle hier gefallen, ne? Ah, seht ihr, da unten ist er. Ja. Ja, komm mal her. Hier hätte ich jetzt übrigens auch einen guten Schmied haben können, ne? Wir hatten hier einen Schmied 3 tatsächlich dabei. Der ist jetzt zwar im Eifer des Gefechts gestorben, aber hier hätten wir auch einen kriegen können. Aber der Süden ist halt echt, echt strong. Der Süden ist echt strong. Ah, da ist er wieder. War richtig gesehen, wie er halt wieder nach oben teleportiert wurde auf die Oberfläche. So, den holen wir jetzt noch. Dann holen wir noch einen neuen... Wir holen nochmal einen Worker. Wir holen nochmal einen Worker. Auch auf die Gefahr hin, dass wir nochmal einen Tänzer bekommen. Vielleicht aber auch nicht. Sehr schön. Alter Obolus. So, wer will mit mir tauschen? Nee. Nein. Bitte greif ihn nicht an. Nee.
Nee. Bist du das? Ja. Das ist ein Schmelzer, ne? Jon der Tüftler, war das ein Schmelzer? Das Symbol? Ich glaube ja, es war ein Schmelzer. Ich bin nicht mehr ganz sicher wegen dem Symbol, aber ich glaube schon. Ich glaube, der Schmied war mit einem Hammer und einem Amboss, ne? Job ist einer, ja. Na, Schmelzer ist okay. Die gute Dame, ja, ist ein Schmelzer. Nicht optimal, aber ist okay. Obwohl Schmelzer, glaube ich, auch gerade für den Anfang, wenn man das mal so überlegt, Schmelzer ist da auch schon ziemlich OP, ne? Wenn du überlegst, du kriegst am Anfang, sammelst du halt ein paar Leute ein, ja, holst dir gleich einen Tier 4 Worker oder Tier 5 sogar. Wir hatten ja schon den Rüstungsmacher mehrfach, wir haben den Zimmermann, wir haben den Tänzer und den Schmelzer. Ja. Und Schmelzer, gerade am Anfang, das ist schon ziemlich Premium. Sag ich jetzt hier mit meiner wenigen Erfahrung, die ich habe, aber gefühlt. Gerade am Anfang dauert es halt extrem lange mit den Öfen, Metalle schmelzen und so weiter, ne? Da ein Tier 4 Schmelzer? Ja, nehme ich. Ups. Weil ich überlege gerade, würde ich am Anfang einen Kämpfer nehmen wollen, selbst wenn es halt wirklich guter wird? Ich habe halt für die keine gute Rüstung, ne? Weil mir mal halt das Material fehlt, weil mir das Wissen fehlt, kann ich halt mit denen nicht so viel anfangen. Die würden mich zwar verteidigen, die würden zwar die Kämpfe für mich machen, aber unter Umständen habe ich nicht mal das richtige Essen für die. Obwohl, für Stärke brauche ich Schleimsuppe, das andere ist halt schmackhaftes Fleisch, gebratenes. Naja, das würde schon irgendwie gehen. Hm. Aber mir letztens das Letzte, was ich noch brauchte. Ja, also verstehe ich auch. Das ist übrigens sehr schön hier mit der Blumenwiese, ne? Schmelzer brauchst du dann halt ja auch nicht so viele. So, wenn du zwei hast, reicht eigentlich. Drei vielleicht. Mehr brauchst du ja dann auch schon fast wieder nicht. Man hat ja denn eher Stress sogar dafür zu sorgen, dass die ganze Zeit beschäftigt sind. Ist ja nochmal ein ganz anderes Problem. So, wir reiten jetzt zurück, dann wird gezaubert. Und dann muss hoffentlich mal die Teleportationsgeschichte dabei sein. Dann sammeln wir dafür das ganze Material ein und dann geht's ab nach Neu-Luxor. Ach, dass du einem Tier 4 Schmelzer am längsten suchen musstest. Ja, mir wird hier zum Beispiel nicht der Tier 4 Schmelzer gegönnt, Schmied gegönnt, ne? Keine Chance. Zimmerleute, Rüstungsmacher, alles was dazu gehört. Zuhauf, Tier 4 dabei, Schmelzer jetzt ja auch schon der dritte oder so. Von Tänzern ganz zu schweigen. Aber Schmied? Nee. Zauberer haben wir. Koch, glaube ich, auch nur T3, aber es reicht auch. Koch, finde ich, ja. Langt, ne? Schmied habe ich nicht. Ich glaube, ihr erinnert euch noch am Anfang, ich habe auch am längsten nach einem Schmied gesucht. Weil ich einfach nie einen Schmied gefunden habe.
Übrigens, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich habe noch mal die Kanalpunkte angepasst für die Sound Alerts. Ich habe das noch mal ein bisschen nach unten korrigiert natürlich. Hatten wir das letzte Mal ja auch gesagt. Und sind jetzt noch keine weiteren dazugekommen? Ja, das habe ich mir vorgenommen, habe ich auch versprochen, kümmere ich mich drum. Aber da kam ich jetzt noch nicht dazu. Genau, der zum Beispiel. Ich glaube, da habe ich sogar deutlich die Preise runtergenommen. Also Preise ist ja falsch, aber. Ich glaube, 2.500 hatte ich vorher gehabt, ne? Jetzt sind es nur noch 1.000. Ich glaube, das ist ein bisschen passender. Und die Lautstärke habe ich auch nochmal reduziert. Ich habe mir dazu nämlich sogar die beiden Dateien in ein Schnittprogramm reingezogen und dann habe ich die Pegel abgeglichen, um zu schauen, dass die auch in etwa die gleichen Pegel haben, weil jetzt kann ich nämlich den Schieberegler hier manuell für alle gleichmäßig anpassen. Guck mal, das sieht doch wirklich nicht schlecht aus. Es hat sich doch gelohnt, da das Dach so zu bauen. Die Seite muss natürlich noch, aber so an sich, das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Den Song spare ich mir noch auf. Ich glaube, ich habe sogar, Zuckerle, ich glaube, ich habe sogar die Anzahl der Verwendung pro Stream und pro BenutzerInnen angepasst. Also ich glaube, ihr könnt das sogar jetzt häufiger machen. Genau. Hallo Pasipa, schönen guten Abend. So, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder, hereinspaziert. Jetzt müssen wir erstmal Loot loswerden. Na, guck mal hier, genau. Hier hatten wir Ion schon gehabt und hier auch. Genau, so war das gewesen. Axis ist auch da. Hallihallo, ihr beiden. So, wir haben Waffen. Bogen der grauen Riesen. Mordlung. Hatten wir Mordlung nicht schon gehabt? Ja. Dann. Ich werde hier schon wieder von der Katze durch die Gegend geschubst, ne? Bei Schilde und Hungerklingen. Dazu noch blutige Klauen. Auge des Kahn hat man noch hier geholt. Ein bisschen Krempel. War eine ganz erfolgreiche Geschichte hier, ne? Den noch mal mit rein. Und das Pferdchen hat auch noch ein bisschen was mitgebracht. Wir haben nämlich neue Tierbabys. Das hauen wir hier mal noch mit rein. Und Unmengen an Edelsteinen. Das noch weg. Das kommt alles woanders hin. Und dann können wir den Rest hier nämlich gleich einfach einsortieren lassen. Das geht am schnellsten. Dann müssen wir nicht hier ewig dran rumfummeln. Kann das kaputt gehen? Ja. Viel Gold. Unglaublich. Sehr schön. Hast du den ersten Mordanschlag versucht?
Nee, nee, die Elefanten, die sind robust. Denen passiert schon nichts. Denen kann gar nichts passieren. Oh, 10.000 Holz. Es gab wieder 10.000 Holz, Leute. Katze hat mich geschubst. Katze hat mich geschubst. Diese miese Katze. Die Planfragmente noch am Start, ja. So, es wird gezaubert. Gewittersturm, okay. Schwarzes Blut, Hexenfeuer, okay. Hexenpulver. Ah, ich habe nicht genug. Wie kriege ich das her? Also bestimmt aus dem Mahlstein, ne? Was muss ich denn dafür malen? Eislotus? Nee, 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 nee. Okay, kriege ich gar nicht. So, warte mal. Muss ich erstmal lernen. Wait a second. Alchemistenbank. Moment. Moment. Hier. Was brauchen wir? Schwefel, Leuchtessenz. Gib mal 10. Ja. Genau. Pust, du schreibst es schon richtig. Ich habe es gerade auch gesehen gehabt. Ich brauche 15. Und nicht 10. 15. Herstellen. Leuchtessenz. Gut, dass ich ab und zu mal Leuchtessenz eingebe. Wer grummelt hier eigentlich so? Ach so, du bist hier in deiner stillen Ecke. Chocho, mach mal hier bitte nicht so ein Theater. Ja? Das geht ja nicht an. Ich höre dich bis vorne. Es reicht jetzt. Mann, Mann, Mann. Reino. Zauberer, Zauber, Zauber. Transportstein! Da sind sie! Jawohl! Und es war wirklich der letzte Zauber endlich. Wow. Irre. Uiuiuiui. Deine tanzen immer? Ach stimmt, können wir dir nicht eine Emote geben? Warte mal. Ach, das ist ja albern. Das ist doch albern. Das ist doch Quatsch. Das ist doch jetzt Quatsch. Er hat sämtliche Autorität verloren, die er vorher hatte. Sieht ein bisschen aus, wie wenn ich tanze. Fühle ich die Aussage. Da ist der Transportstein. Silberbarren, ne? Ah, da schau her. Moment, warum kann ich den jetzt nicht bauen? Achso, weil wir 200 Ziegel brauchen.
Was wiederum heißt, wir müssen Steine sammeln gehen. Ja, das Zeichen. Ja, das habe ich benutzt. Ich hatte nicht genug Ziegel im Lager. Das heißt, ich muss erstmal ein paar Ziegel noch brennen. Und eigentlich brauche ich sogar noch ein paar mehr, weil ich möchte ja mehrere Transportsteine bauen, ne? Eine Steine. Warte mal, kann ich die nicht? Moment. Hast du Opferblut in Flaschen? Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte noch was da. Ich bin auch selber noch nie mit dem Transportstein gereist. Ich meine, ich hätte aber noch was da. Ich weiß auch, dass dieser Transportstein sehr viel oder einiges an Verderbnis erzeugt. Ob es viel ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also werde ich wahrscheinlich einen meiner vielen Tänzer noch bemühen und in der Nähe des Transportsteines platzieren. Ich muss ihn aktivieren. Okay. Na, ich muss. Wir schauen mal. Wir gucken uns das gemeinsam mal an. Spielt übrigens keine Rolle, ob man kleine oder große Steine abbaut. Es ist immer die gleiche Menge an Steinen, die man bekommt. Ne? Der einzige Unterschied ist, wie man geskillt ist und welche Waffe und welches Werkzeug man verwendet. Naja. Ich dachte immer eine ganze Zeit lang, dass es einen Unterschied macht, ob ich einen großen Stein wie den hier abbaue. Oder halt so einen kleinen, aber es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Kriege ich den Waldkönig abgebaut für Felle? Weil wir haben die letzten Male die ganzen Felle verbraucht. Wollte nur vermeiden, dass du irgendwo hinreist und dir dann sowas fehlt. Das ist lieb gemeint. Alles gut. Alles in Ordnung. Wir gucken uns das trotzdem in Ruhe an. Und dann... ich kann nicht mal garantieren, dass ich genug habe. Der hat tatsächlich Fell. Es kann sehr gut sein, dass mir Opferblut fehlt. Ja, Zuckerle. Also von daher, alles in Ordnung. Ich habe es schon mal gesehen, wie damit gearbeitet wurde. Auf einem anderen Community-Server von uns hatte der andere Clan um Netdings da herum und um Sid herum, die hatten das Transportsteine-System ja etabliert für sich. Und da hatte ich gesehen, wie die damit unterwegs waren. So ist das. Der hat doch bestimmt auch Fell, so wie der aussieht. Dicke Haut und Horn.
Kein Fell. Von Schweinen oder Wölfen? Ja, die zählen hier eher als Nashorn, ne? Obwohl die da so einen schönen Nackenpilz haben, aber die gönnen halt nicht. Und Schweine, Wölfe habe ich hier in der Nähe. Schweine, Bären werden wir, glaube ich, auch noch gut, ne? Du glaubst auch Luchse? Das können wir ausprobieren. Aber ich glaube, Bären droppen auch Fell, ne? Da oben ist ein Lux. Dija. Nee, der lebt nur Katzenfell und Wildfleisch. So, dann gucken wir mal die Luchse. Mietz, 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 Mietz. Geben dicke Haut. Die geben auch dicke Haut, Katzenfell. Aber jetzt auch kein Fell. Das einzige Fell, was ich jetzt wirklich bekommen habe, war vom Waldkönig. Aber gut, haben wir das mal ausprobiert. Oder vielleicht ist es auch einfach seltener. Dann war jetzt ja nur eine kleine Testreihe. Das sieht auch von hier aus gar nicht so schlecht aus. Dafür, dass das so ein hohler Vogel ist, hier das Gebäude. Ist ja nicht großartig drin, ne? Ist ja hier ein bisschen was. Aber sonst ist ja relativ dünn. Wer warst du eigentlich, mein Freund? Naja. Wo zum Teufel ist der schon wieder? Das ist halt so ein bisschen der Nachteil hier oben. War mir aber auch erst nicht so klar, dass die hier teilweise Probleme haben zu folgen und das Pathfinding nicht so gut funktioniert. Ist so ein Learning, sag ich mal. So, die Steine müssen wir eigentlich auch noch wegpacken. Viel Blut für mehr Blutwurst. Oh, schwarzes Blut auch noch. Sehr gut. Tja, aber wo ist der Kasperkopf jetzt? Wo ist er? Ach, da unten hängt er fest. Anstrengend. Aber wir nehmen den jetzt einfach mit. Stellen jetzt hier noch die restlichen Ziegel her. Und dann können wir eigentlich schon uns gleich auf den Weg machen. Genau. Das ganze Isolierte brauchen wir nicht.
Die Drachenknochen brauchen wir nicht. Können davon mal nochmal was mitnehmen. Um Himmels Willen, noch keine 5000, Junge. 200. Dann brauchen wir noch 100 Silberbarren. 100 weitere. Auch nicht. 100 bitte noch. Feuer. Die Purge lässt übrigens schon wieder auf sich warten, ne? Ich bin am Überlegen, ob ich mal den Obsidian mitnehme. Wie geht's den Schildkröten? Wir gucken gerne gleich nochmal eine Runde, weil die Ziegel brauchen einen Moment. Wir können mal oben einmal vorbeischauen. Mal einen Schluck trinken. Am Milchbrunnen einmal Schildkröten streicheln. Oh. Moin. So, wir haben immer noch hier am Start kleinen Happen, Spike und Alfred Judokus Quack. Wisst ihr noch, warum der Alfred heißt? Wisst ihr das noch? Oder wisst ihr noch, wer Alfred Judokus Quack war? Ich glaube, der hat immer gesungen. Ich glaube, es war eine Ente, die gesungen hat, oder? Wie war denn das? Erinnere mich, danke. Ja, gut. Schön. Er hat immer was von Fröhlichkeit gesungen, ne? Er hat sich immer gewundert, warum er eigentlich so fröhlich ist. Das war doch, der war das doch, oder? Ui, passt sogar fast. Entzünden oder löschen. Entzünden. Nimm mal einmal her. Okay, wir haben Opferblut. Nur eins. Eieiei, sag mir nicht, dass das nicht ausreicht. Bitte sag mir, dass da noch Opferblut drin ist. Nein! Was machen wir? 3 Stück und 50 Schwefel. 50 Schwefel ist easy. Das finden wir zwischendurch. Nicht so easy. Opferblut. Das heißt, wir müssen Glasbuddeln mitnehmen und noch was anderes. Und zwar... Hier 600 Stein und 100 Eisen. Und Glasflaschen. Gut, dann müssen wir Glasflaschen halt nochmal herstellen. Wir brauchen noch Steine, die können wir unterwegs sammeln. Wir brauchen noch ein paar Ziegel. Ich glaube noch ein paar mehr. Und einen von den Herren. Und dann bleibt nur die Frage... das würde ich mir tatsächlich sogar von euch mal erzählen lassen. Muss ich das Portal hier im Camp erzeugen? Oder reicht es, wenn ich das einmal für die Reise sozusagen aktiviere, wenn ich vor Ort bin und wieder nach Hause möchte? Also müssen beide Portale aktiv sein oder reicht, wenn das Portal aktiv ist
wo ich reingehen möchte, nicht wo ich rauskommen möchte. Reicht von außen nach Hause. Okay, dann brauche ich also eins. Kannst du hinstellen, wo du willst. Aber es müssen alle Portale aktiv sein, die bereist werden sollen. Die bereist werden sollen, Busk, wo ich hin will oder von wo ich will. Also das heißt, muss ich das jetzt hier aktivieren, damit ich hier wieder herreisen kann? Alle, sagt er. Okay, das heißt, das muss aktiviert werden. Es hilft nichts. Bedeutet, wir müssen. Kannst auch umbenennen. Hier findest du den auch wieder. Ist der hier markiert? Nee, ist nicht markiert. Okay. Heißt jetzt aber im Umkehrschluss, es hilft nichts, wir müssen opfern gehen. Richtig? Das heißt, ich kann mir kurz die Karten legen. Home, sweet home. So ist es. Das heißt, ich kann mir kurz die Karten legen und überlegen, wo wir hingehen wollen. Ziegel haben wir genug. Das haben wir genug. Eisen. Wir müssen 600 Steine noch sammeln unterwegs. Okay, wir hatten ja hier in der Nähe direkt einen kleinen Ort. Dann müssen wir den nehmen. Puh, dann braucht man ja relativ viel eigentlich auch an Blut, ne? Obwohl, wenn du es nur einmal aktivieren musst. Das wird noch interessant zu sehen, ob ich jedes Mal Blut zum Reisen brauche oder ob das Blut wirklich nur zum Aktivieren ist. Achso, meinst du das? Sorry, falsch verstanden. Musste den zu Hause natürlich auch öffnen. Okay, alles klar. Ja. Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwierig ausgedrückt. Okay, das heißt, ich muss alle aktivieren. Dafür muss ich entsprechend Blut sammeln. Ist okay. Okay, na dann machen wir das. Dann gehen wir hier einmal schnell in das Lager, was hier war. Hätte jetzt überlegt, ob ich eine Flut aktiviere, aber das wäre schon wieder Overkill. Wir gehen hier einfach mal oben schnell in das Lager. Hätte ich gedacht, dass das sich so noch hinzieht, bis wir diese Transportgeschichte zum Laufen haben. Aber gut. So soll es halt sein. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, werden wir jetzt hier gleich noch von der Purge erwischt. Und dann sind die Prioritäten ja sowieso komplett verschoben. Wir haben immer noch Level 5 Purge eingestellt, ne? Falls ihr euch wundert oder fragt, ist es immer noch Level 5?
Du musst nur nicht mit dem gereist sein, damit er geht. Okay. Ich glaube, das wird sich mir erschließen, sobald ich das erste Mal das ausprobiere, ne? Also ich brauche ja logischerweise dafür erstmal zwei Portale, ne? Das heißt, so, wir bauen eins hier zu Hause, aktivieren das. Dann reise ich los. Und dann aktivieren wir dann woanders nochmal eins. So, jetzt habe ich natürlich hier schon wieder angefangen, ohne nachzudenken. Gebäude hier nicht zulässig, ist wenig überraschend. Ach, na komm. So, Kandidat Nummer 1, so zeigen Sie sich. Kommen Sie heraus. Och nö. Warum ist das denn hier schon wieder so stockenduster? Schon wieder weg. Hm. War Level 4, ne? Guck mal. Jetzt leider gar keine Zeit für. Sehr schön. Oh, hallo. Ein Freiwilliger. Der Koch meldet sich freiwillig hier. Das ist aber mehr als großzügig, mein Lieber. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Aber tretet ein. Herzlich willkommen. Nehmt Platz. Vielen, vielen Dank für diese Anteilnahme. So, hier ein Opfer für unsere Gottheit. So, gebet mir, was wir benötigen. Ein kleines bisschen wertvollen Lebenssaft. Wir füllen es ab in ein Fläschchen und benutzen dies dann für die weitere Reise. Zack. Next.
Der muss gar nicht so schreien, der hat sich hier freiwillig gemeldet. Der kam hier extra her, hat versucht, das Ritual zu stören und hat sich damit indirekt natürlich aber hier dazu bekannt, der Nächste sein zu wollen. Wir kommen diesem Wunsch selbstverständlich sofort nach. Und wenden uns anschließend an seine Kameraden und fragen, die nicht auch Interesse daran haben, sich hier der Sache anzunehmen. Oh, das ist hier der Visionär. Schnupp, eingesackt, der Visionär. Zack, festgebunden auf dem Stein. Und ab dafür. Ob er das in seinen Visionen vorher gesehen hat? Man weiß es nicht. So, mit der Verderbnis wird jetzt langsam ein bisschen kritischer, aber geht alles noch, ne? Wir brauchen 3. Also eigentlich brauchen wir sogar 6. 6 mal Blut. Wir haben schon 3 Freiwillige. So, wer meldet sich als Nächstes hier freiwillig als Tribut? Tretet hervor. Selbstlos, wie hier doch alle immer sind. Silberbarren, ja, gönnen. Die Tribute von Marv? Ja, auf jeden Fall. Die wollen ja alle. Ich meine, sie rennen mir förmlich jedes Mal in die Arme, wenn sie mich erspähen. Also. Naja, nun halt doch mal still da. Ich glaube, da geht schon wieder der Mahlstrom los. Und wir hatten ja hier noch jemanden betäubt, der eigentlich unter der Erde liegt, ne? Ja. Wir wären ja eigentlich schon in... Naja. Ich glaube, ganz oben auf dem Turm ist noch jemand. Und dann könnte es gerade so reichen, weil ich glaube, einmal Blut... war sogar noch im Lager. Das ist sogar schon im Transportstein, im ersten. Und damit würde es reichen. Damit würde es reichen und wir würden losreisen können. Ich habe mir schon mal überlegt, wir können natürlich den Transportstein auch hier irgendwo ein bisschen mittig hinsetzen, oben auf den Hügel vielleicht. Dass man hier so ein bisschen in alle Richtungen kann. 3x Blut pro Portal, genau. Oben ist noch einer. Das ist jetzt hier Nummer 4. Das heißt, wir hätten dann 5. Und einmal ist, glaube ich, schon im Portal selber drin.
Da oben steht noch einer. Seht ihr den? Den hole ich mir jetzt noch. Und damit haben wir dann hier 5. Plus den einen macht 6. Müsste reichen. So, wo ist hier der cleverste Punkt? Also ja, hier jetzt in dem Standort reicht es natürlich nicht aus. Ah, jetzt nur da hochkommen, ne? Schwierig. Meine Kletterkünste sind ja genauso lausig wie meine Pfeil- und Bogenkünste. Jetzt habe ich keine. Ich werde irre, ey. Oh, da war der Dude kurz zu sehen. Es ist ein Drama. Ja, Trigger. Schon mal hier. War hier noch jemand? Habe ich noch jemanden übersehen? Komm mit. Doch, da ist noch jemand. Oder der ist wieder aufgewacht. Nice. Ja, wenn das so ist. Mehr. Ja, nur komm. Ja, ist alles cool. Halt still hier. Jawohl. Arcadia, schönen guten Abend. Hallo Arcadia und liebe Raiders. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Und vor allem natürlich, wie war's bei euch? Mein Dude fotografiert schon wieder. Stimmt. Der ist hier schon wieder am Fotografieren. Vielen, vielen Dank euch. Wie war es bei euch? Wie war euer Abend gewesen? Hattet ihr Spaß? So, Blut, zack, Fläschchen. Und dann spannen wir den nächsten gleich hier auf den Stein. Zack. Es wird weiter geopfert. Es bleibt nichts anderes übrig. Wir brauchen frisches Blut. Frisches Blut hier für die Transportreise. Ja, einen wunderschönen guten Abend an euch alle nochmal, ne? Herzlich willkommen. Ihr seid hier rechtzeitig zur Opferzeremonie eingetroffen. Wir haben hier mal einen kleinen Außenposten uns vorgenommen und haben jetzt hier mal ja, ein kleines bisschen unserer Gottheit gehuldigt. So, und das nehmen wir hier alles gleich wieder mit.
Das mit der Purge, das lässt wieder so ein bisschen auf sich warten hier, ne? Das ist schon wieder so eine Geschichte, die will einfach nicht losgehen. Warum macht der denn... Was versuchst du denn da zu fotografieren, mein Junge? Bild. So, das Ding. Dann. Das nimmst du und wir reisen los. Wir haben alles. Jetzt können wir uns auch nach Neu-Luxor begeben. Wir müssten alle Materialien eigentlich haben. Ich glaube, Ziegel müssen wir nochmal gucken. Jawohl. Boah, nee, auf die Untoten habe ich jetzt gar keinen Nerv, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir die ganz schnelle Variante. Weg. So, das heißt, ab in die Basis. Portal aktivieren. Wenn ein Portal aktiviert, dann Material schnappen, Pferd schnappen. Ja, und Abfahrt. Hat er mal die Kamera weggelegt und hat das Schwert in die Hand genommen. Hervorragend. Du bist genau der Richtige. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Tänzer nehme ich noch mit. Hier in der Basis haben wir ja einen, das ist nicht so schlimm. Ja, mehr als einen Transportstein würde ich jetzt auch erstmal gar nicht platzieren wollen. Das reicht erstmal. So, Schwefel. Ja, stimmt. Sehr cool. Aber ich glaube, ich kann ihn halt noch nicht so richtig nutzen, weil nichts anderes offen ist, ne? Aber es sieht mega geil aus. Na gut. So, dann heile mich mal hier bitte von meinem Verderbnis, von meiner Verderbnis, von meinem Unsinn. Achso, das waren hier die Sachen, die ich gelernt hatte schon, ne? Hm. So ist es, sagt er. Alles klar. So, du kannst auch unten weiter tanzen. Wir haben da mehrere von dir. So, dann lassen wir nochmal schauen. Wir brauchen 200 davon, davon, davon. Das passt, das passt. Wir nehmen sogar mal noch einen Opferstein mit, aber mindestens einen Tänzer stellen. Ja, deswegen hatte ich ja den einen schon eingepackt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Opferstein.
Brauche ich jetzt eigentlich nicht woanders, ne? Nee, nehme ich nichts mit. Du kannst die Steine auch hier lassen. Brauchen wir nicht. Hier, zack, Abfahrt. Pferd, Heiltränke, Keule, Seil. Nee, nehmen wir auch alles so, wie es ist. Ich nehme mal noch ein paar Heiltränke mit. Oder haben wir gar nicht mehr so viele. Ui. Ich habe keine Aloe-Blätter mehr. Das habe ich aus den Augen verloren. Mal Samen. Hier mal Samen. Okay. Die wachsen doch hier. So. Brauchen wir dafür? Kompost. Haben wir das? Ein einziges Mal.